Hallo und herzlich willkommen zum 49. Teil meiner Videoreihe zu Themen rund um die Zerspanung. Heute geht es um Zerspanung, aber ausnahmsweise mal nicht um Zerspanung von Metall, sondern ich möchte euch heute zeigen, wie man Acrylglas zersparen kann. Ich habe hier so ein kleines Acrylglasröhrchen, das hat auch einen ganz konkreten Hintergrund. Und zwar habe ich ja vor einiger Zeit, das ist jetzt schon, weiß nicht, ein, zwei Jahre her, habe ich ja mal hier diesen Zweizylinder V-Motor gebaut. Und dieser Zweizylinder V-Motor hat hier Zylinder aus Stahl. Und ein Zuschauer von dem Kanal hat die Idee gehabt, ja, man könnte ja, da entsteht ja keine Wärme, ist ein Druckluftmotor, man könnte ja mal versuchen, diese Zylinder aus was Durchsichtigem zu fertigen, damit man einfach auch die Kolbenbewegung schön sieht. Und ja, die Idee möchte ich heute jetzt einfach mal zum Anlass nehmen und versuchen eben aus diesem Acrylglas hier zwei neue Zylinder zu fertigen und dann zu schauen, ob das funktioniert. Acrylglas, manche kennen es vielleicht unter dem Begriff Plexiglas, ist ein sehr häufiger Begriff. Plexiglas ist aber der Handelsname. Eigentlich heißt das Material Acrylglas. Ich zeige euch jetzt noch mal ganz kurz, wie dieser Motor läuft. Dann werde ich die Zylinder demontieren, ausmessen und dann gehen wir mit diesem Plexiglas hier auf die Drehmaschine. So, hier ist jetzt erst nochmal der Motor. Ich werde ihn jetzt nicht erklären, da gibt es eine eigene Playlist auf meinem Kanal zur Fertigung von dem Motor. Ich möchte euch jetzt einfach nur kurz zeigen, wie er läuft. Und man sieht hier jetzt diese Stahlzylinder und genau die möchte ich jetzt mit Plexiglas oder durch Plexiglaszylinder. So, erst nochmal ganz kurz im Betrieb. So, jetzt baue ich mal einen Zylinder ab. Der ist hier mit vier Schrauben über den Zylinderkopf befestigt. Und dann müssen wir den Zylinder ausmessen und dann auf der Drehmaschine, wie gesagt, zwei neue Zylinder anfertigen. So, einmal. Zweimal. Dreimal. Und die letzte Schraube. Jetzt kann man den Zylinder Kopf abheben und da haben wir jetzt schon den Zylinder. Der ist hier unten angedreht auf einen kleineren Durchmesser, dass er genau hier in die Bohrung im Gehäuse reinpasst. Hat eben eine definierte Länge und ja, ich messe den jetzt aus und gehe mit euch auf die Drehmaschine mit diesem Plexiglas. So, ich habe den Zylinder ausgemessen, der hat eine Länge von 34 mm und deshalb werde ich jetzt zunächst mal dieses Acrylglas auf eine Länge von ja, im gleichen Übermaß von 36 mm abstechen. Ich habe hier schon mal einen Abstechstahl eingespannt. An sich lässt sich Acrylglas relativ gut zersparen, wenn es echtes Acrylglas ist. Das ist halt teilweise dann die Frage, wenn man irgendwelches Material im Baumarkt kauft. Es kann vorkommen, dass Acrylglas draufsteht, aber es kann Acrylglas ist. Wenn es aber echtes Acrylglas ist, dann ist es relativ gut zerspanbar. Beim Abstechen empfehle ich allerdings, einen möglichst schmalen Abstechstahl zu verwenden mit einer scharfen
Aluplatte. Das hier ist jetzt ein 2 mm Stahl mit einer scharfen Aluschneidplatte. Und damit werden wir jetzt das Material abstechen. Weil Acrylglas relativ kratzempfindlich ist, werde ich das jetzt hier noch mit so einem Tape schützen, um es beim Spannen im Backenfutter jetzt nicht zu zerkratzen. So, das Material ist gespannt. Dass man beim Spannen von so einem Material anders vorgehen muss wie bei Stahl, das ist, glaube ich, selbstverständlich. Also nur sehr zaghaft spannen. Und ja, und jetzt stechen wir das Ganze mal ab. Also man sieht, es geht schon wirklich sehr gut. Damit haben wir jetzt den ersten Rohling für den ersten Zylinder. Den drehen wir jetzt auf Länge und dann noch diesen kleinen Absatz für die Fixierung im Motorgehäuse. Dann machen wir den zweiten Zylinder auf die gleiche Art und dann probieren wir aus, ob es funktioniert. Jetzt aber erst nochmal plan drehen und dann das kleine Stück längs drehen. So, jetzt wird erstmal die eine Fläche plan gedreht, dann gemessen und auf der anderen Seite dann auf Endmaß gedreht. Ich habe hier jetzt 1 mm zugestellt und man sieht hier, das gibt ja keine krümeligen Späne, sondern eher so ja, Fließspäne, sind es auch nicht direkt so wie Späne, aber ist sehr gut zu drehen. Jetzt wird das Werkstück umgedreht, auf die Ziellänge gedreht und dann der kleine Absatz noch dran. Und dann können wir den schon mal montieren und schauen, ob sich da irgendwas bewegt im Motor und ob man es dann auch vernünftig sieht. So, das Werkstück ist umgedreht. Jetzt müssen noch mal 2 mm runter. So, jetzt müsste das Werkstück die richtige Länge haben. Hier nochmal die Späne. Und zum Entgraten, da das relativ spröde ist, das Material, kann man hier theoretisch mit dem Kegelsenker rein. Ich mache das immer hier mit so einem stumpfen Messer. Das platzt dann sehr sauber dann auch ab, also wenn es ausgespannt ist. Damit kann man das relativ gut von Hand entgraten. Jetzt messe ich den Absatz aus, drehe den Absatz an und dann kommt der erste Test. So, der Absatz ist 2 mm tief, ich habe also 4 mm im Durchmesser zugestellt und ist 3 mm lang und diese 3 mm, die verfahre ich jetzt hier einfach mit dem Obersupport.
So, damit müsste der Zylinder fertig sein. Was man jetzt hier schon sehr deutlich sieht, es funktioniert zwar alles gut, aber das gibt natürlich keine hochglänzenden Oberflächen mehr. Ist jetzt für den Absatz egal, weil der ist ja ohnehin im Motorgehäuse drin. Aber wenn ich jetzt diesen Zylinder aus einem Vollmaterial gefertigt hätte, also gebohrt und dann vielleicht noch gerieben, hätte ich keine glasklare, durchsichtige Oberfläche mehr. Das ist eben der Nachteil bei der Zerspanung. Das müsste man danach dann wirklich nochmal polieren, wobei beim Polieren man ja auch nur Kratzer jetzt nicht in jeder beliebigen Tiefe rausmachen kann. Also zersparen geht gut, aber die glasklare, durchsichtige Oberfläche ist danach natürlich nicht mehr gegeben. So, der erste Montageversuch sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt ohne Zylinderkopf, man sieht hier schon sehr schön, wie sich der Kolben hier bewegt. Und jetzt machen wir hier den Zylinderkopf noch drauf. Mit den vier Schrauben. Das sieht man wahrscheinlich in der Kamera jetzt nicht ganz so gut. Deswegen mache ich jetzt vielleicht die Kamera aus. Obwohl, vielleicht geht es auch. So, die dritte Schraube. Und wenn das dann montiert ist und funktioniert, kommt der andere Zylinder dann komplett analog. Wird also auch auf Länge gedreht. Und jetzt sehe ich nichts. Und dieser kleine Absatz angedreht. Und dann müsste das alles funktionieren. So, manuell sieht es schon mal ganz gut aus. Also man kann hier, glaube ich, schon sehr gut erkennen, wie die Kolbenbewegung ist. Und jetzt können wir das auch mal unter Druck ausprobieren, ob das unter Druck auch funktioniert. Da bin ich jetzt selbst gespannt, weil dadurch, dass ich diesen Plexiglas- oder Acrylglaszylinder jetzt nicht wirklich passgenau gemacht habe, hat er natürlich ein bisschen mehr Spiel wie der Originalzylinder. Insofern weiß ich nicht, ob da zu viel Druckverlust da ist, aber probieren wir es einfach mal aus. Funktioniert perfekt. So, das funktioniert eigentlich besser als gedacht. Damit steht der Fertigung vom zweiten Zylinder nichts im Wege. Das werde ich jetzt machen. Und das dann am Schluss noch den komplett umgebauten Motor zeigen. So, der zweite Zylinder ist auch fertig und montiert. Und jetzt sieht man hier sehr schön, wie sich so ein V-Motor bewegt. Und das jetzt erstmal ohne Druck. So, das war's für das heutige Video. Das Thema war eigentlich Acrylglas drehen, aber an dem konkreten Beispiel ist es ja vielleicht auch mal ganz nett zu sehen, wie so ein V2-Motor im Zylinder mit den Kolbenbewegungen vor sich hin werkelt. So, das war's für heute und ich sage wieder Tschüss, bis zum nächsten Video, euer Ralf.